Herzlich willkommen zur Medius-Preisverleihung, dem Preis für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschlussarbeiten aus dem Medien- und Medienbildungsbereich. Und diese Abschlussarbeiten, die konzentrieren sich, oder dieser Preis vielmehr, konzentriert sich vor allen Dingen auf den Transfer zwischen eben Wissenschaft und Praxis und fördert interdisziplinäre und internationale Perspektiven. Denn wissenschaftliche Abschlussarbeiten, die können eben Entwicklungen in der Medienlandschaft oder auch in einer mediatisierten Gesellschaft besser strukturieren, einordnen und somit eben auch helfen, diese Entwicklungen noch besser zu verstehen. Der Medius-Preis holt also auf gewisse Art und Weise junge Forschung ans Licht, gibt dieser Forschung ein Gesicht und möchte natürlich eben auch die Forschung selbst und die Personen, die dahinter stehen, wertschätzen und anerkennen. Der Medius wird seit 2008 bereits vergeben von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dem Deutschen Kinderhilfswerk. Und außerdem saßen auch noch mit in der Vertretung der Jury Leute aus den Hochschulen, unter anderem Juniorprofessor Dr. Sven Stollfuß von der Universität Leipzig und Professor Dr. Friederike Siller von der TH Köln. Es gab in diesem Jahr 31 Einreichungen, vor allen Dingen Masterarbeiten. Und da waren Einreichungen dabei aus ganz Deutschland, von unterschiedlichsten Universitäten, was also zeigt, unser Medius ist angekommen, überall hat sich etabliert als Preis. Und die dominanten Themen in diesem Jahr waren die Arbeiten natürlich im Kontext der Corona-Pandemie, ein Thema, was uns die letzten zwei Jahre natürlich auch sehr stark begleitet hat, aber auch Arbeiten im Kontext von Instagram. Und heute wollen wir jetzt also ein paar von diesen Abschlussarbeiten noch mal ganz besonders würdigen. Vier an der Zahl, vier Preise wollen wir heute vergeben. Wir haben zwei dritte Plätze und jeweils einen zweiten und natürlich einen ersten Platz. Und ich beginne mit unserem ersten dritten Platz für heute und darf recht herzlich die Laudatio von Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk erst einmal ankündigen. Sie hat uns eine kleine Videobotschaft hier gelassen. Liebe Preisträgerin des diesjährigen Medius, liebes Publikum, ich grüße Sie heute herzlich auf diesem Wege und bedauere sehr, dass ich nicht zur Preisverleihung persönlich anwesend sein kann. Daher habe ich meine Laudatio per Videobotschaft aufgenommen. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. So steht es in der UN-Kinderrechtskonvention geschrieben, die Deutschland vor genau 30 Jahren ratifiziert hat. Diese schreibt unter anderem auch das Recht auf den Zugang zu Medien und auf soziale Sicherheit fest. Und zwar für jedes Kind, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, Herkunft oder Status der Eltern. Vor fast 2,5 Jahren dann veränderte der Ausbruch der Corona-Pandemie unser aller Leben. Was sich nicht verändert hat, ist die Gültigkeit der Kinderrechte. Doch die Pandemie hat das Brennglas auf bestehende Lücken unseres Bildungssystems gerichtet, soziale Ungleichheiten schonungslos offengelegt und, anders als im Sinne der Kinderrechte, verschärft. In dieser Krisensituation hat sich der Alltag von Kindern und ihren Familien drastisch verändert. Nach der Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen sollten alle Kinder von heute auf morgen zu Hause lernen, Schulen auf digitales Lernen umstellen. Eltern mussten unter finanziellen, beruflichen, sozialen und emotionalen Belastungen ihre Kinder daheim unterrichten. Ihre Voraussetzungen dafür konnten unterschiedlicher nicht sein. Hier setzt die von uns ausgezeichnete Masterarbeit an. Sie liefert aus praxeologischer und medienpädagogischer Perspektive und anknüpfend an den aktuellen Forschungsstand neue und tiefe Einblicke, wie sich der Alltag von Familien mit Grundschulkindern durch medienvermitteltes Distanzlernen während der Corona-Pandemie verändert hat. Hervorragend konzeptuell und methodisch umgesetzt, nimmt die Autorin besonders Faktoren gesellschaftlicher Ungleichheit in den Blick, die den Zugang und die Teilhabe der Grundschulkinder am digitalen Lernen zu Hause bestimmen und die entlang sozialer, kultureller und ökonomischer Voraussetzungen ungleich in unserer Gesellschaft verteilt sind. Die Arbeit besticht durch eine ausgesprochen gelungene Aufbereitung der gewonnenen Erkenntnisse, die wichtige Impulse für die medienpädagogische Praxis sowie für Familien- und Bildungspolitik liefern
um gesellschaftliche Ungleichheit zu überwinden. Denn Krisensituationen wie die Pandemie bergen immer auch das Risiko, dass vulnerable Gruppen zusätzlich benachteiligt werden. Deswegen müssen Kinder in verletzlichen Lagen und ihre Familien besonders in den Blick genommen werden. Ganz im Sinne der Kinderrechte. Als einer von zwei dritten Preisen geht der Medius 2022 an Maren Reitler. Mit der Masterarbeit Familienalltag in der Krise. Herausforderungen des Distance-E-Learnings während der Covid-19-Pandemie. Eingereicht an der Universität Leipzig. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Jury für diese überzeugende Arbeit heute auszeichnen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Maren. Komm an meine Seite. Wir haben auch eine Urkunde natürlich für dich vorbereitet, die ich dir jetzt feierlich übergeben darf. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz beim Mediuspreis. Ich sehe auch in dein strahlendes Gesicht, du freust dich, das ist sehr schön. Und wir haben noch eine kleine Sache für dich vorbereitet, und zwar eine Sketchnote. Die kannst du, die ist nämlich hinter uns, aber dort auch sehen. Wir haben sozusagen versucht, deine Arbeit nochmal quasi in ein kleines Bild mit ein paar Informationen einfließen zu lassen. Und da oben sieht man eben auch schon diese Wippe. Das passt ganz gut zu diesem Thema Ungleichheit. Sag mal, Maren, was war denn für dich jetzt so im Nachhinein das größte inhaltliche Learning aus deiner Masterarbeit? Also so im Nachhinein betrachtet fand ich es total spannend, dass in den Interviews, die ich geführt habe mit den Familien, herausgekommen ist, dass eben die Kinder und Familien, Elternteile in dieser komplett anderen medienvermittelten Lernsituation unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten hatten. Und diese Handlungsmöglichkeiten beruhten eben auf verschiedene gesellschaftliche Faktoren und gesellschaftliche Ungleichheiten. Und diese gesellschaftlichen Ungleichheiten oder gesellschaftliche Faktoren waren ganz unterschiedlich. Das waren zum Beispiel irgendwie der Wohnort der Eltern und der Familie oder auch die Medienkompetenzen der Eltern, die Medienkompetenzen der Kinder, aber auch die Medienkompetenzen der Lehrkräfte oder auch die vorhandenen medialen Endgeräte. Und dabei ist mir aber aufgefallen, dass diese Faktoren so unterschiedlich sind, dass irgendwie, um an diese Faktoren auch ranzukommen, ein interdisziplinärer Blick unbedingt notwendig ist. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Was ich sehr spannend fand, wir haben im Vorfeld eben auch uns schon mal ausgetauscht über deine Masterarbeit, war, dass du gesagt hast, du hast natürlich auch viel mit den Kindern gesprochen im Rahmen dieser Familieninterviews, und die hätten dir da ganz besonders eben weitergeholfen, und du bist denen auch sehr dankbar. Was genau meinst du damit? Ja, ich habe während meinem Studium und die letzten Jahre viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Ich weiß aus dieser Arbeit auch, dass man Kindern und Jugendlichen sehr viel zutrauen kann. Mir ist aber während meiner Masterarbeit nochmal besonders bewusst geworden, wie Kinder, eben in dem Fall Grundschulkinder, ExpertInnen ihrer eigenen Lebensweise, ihres eigenen Lebensraums sind. Und ich bin da sehr dankbar, wie eben diese Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren mir aus ihrem Lebensraum erzählt haben und mir da Informationen gegeben haben. Und ich habe mir selbst auch nochmal hinter die Ohren geschrieben sozusagen, dass ich in meinem weiteren Arbeitsleben auch ganz explizit diese Erzählungen und das Wissen von Kindern, was sie über ihre eigenen Lebensweisen erzählen, auch schätze und aufnehme. Sehr schön. Und du arbeitest ja auch weiter mit Kindern und Jugendlichen zusammen, jetzt bei Radio Korax eben, also auch einem Kinder- und Jugendradio. Also ich hoffe, da wirst du auch weiterhin ganz viel noch mitnehmen können, davon gehe ich aber aus. Und damit nochmal einen herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz und bitte einen großen Applaus für Maren Reitler. Dankeschön. Dankeschön. Und damit kommen wir zum zweiten dritten Platz, den wir heute haben. Da kommt die Laudatio von Sven Stollfuß, und auch er hat uns eine kleine Videobotschaft dargelassen. Ein Hallo nach Berlin und ganz grundsätzlich meinen herzlichsten Glückwunsch an alle Preisträgerinnen des diesjährigen Medius. Da ich leider persönlich nicht in Berlin sein kann, was ich sehr bedauere, habe ich meine Laudatio digital vorbereitet. Soziale Medien haben in der alltäglichen Mediennutzung von Heranwachsenden in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Relevanz zugenommen.
insbesondere über das Smartphone als Konvergenztechnologie umfassender Mediatisierungsprozesse, hat sich Online-Kommunikation in struktureller Verschränkung mit sozialen Netzwerken als digital vernetzte und prinzipiell permanent verfügbare Form des medienvermittelten Austauschs mit anderen sowie des Zugriffs auf eine Vielzahl von unterschiedlichsten Inhalten als wesentlicher Bestandteil der Alltags- und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen durchgesetzt. Gerade für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen eröffnen sie eine Reihe von kommunikativen Potenzialen und ermöglichen erweiterte online-basierte Erfahrungs- und Handlungsräume. Zugleich ist die Nutzung von sozialen Medien, insbesondere aufgrund der intensiven, alltagsbegleitenden Kommunikationsoptionen, jedoch nicht ohne potenzielle Risiken für Kinder und Jugendliche, infolge der Konfrontation etwa mit problematischen Inhalten und unangenehmen Erfahrungen. Aus diesem Grund, so die AutorInnen der heute auszuzeichnenden Masterarbeit, ist davon auszugehen, dass die Einstellungen von Eltern vermehrt mit Sorgen und Vorbehalten in Bezug auf die sich durch die Nutzung sozialer Medien ergebenden Risiken und Gefahren verbunden sind und einen relevanten Einfluss auf das medienerzieherische Handeln haben. Die an der Universität zu Köln, an der Humanwissenschaftlichen Fakultät am Department Heilpädagogik und Rehabilitation eingereichte Arbeit setzt sich mit den damit verbundenen möglichen Konsequenzen auseinander. Dabei untersucht die Arbeit medienerzieherische Handlungsweisen der Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen der körperlichen und motorischen Entwicklung in den Klassenstufen 5 bis 8. Herausgestellt werden Medienerziehungsstile unter Beachtung der Einstellungen und Haltungen von Eltern gegenüber sozialen Medien. Die Arbeit präsentiert einen beeindruckenden und gratuliere nun sehr herzlich Ellen. Noch bei der Masterarbeit, die Praxis medienerzieherischen Handelns in Bezug auf die Nutzung sozialer Medien über mobile Endgeräte bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung, eine Interviewstudie zur Perspektive von Erziehungsberechtigten. Und ich darf recht herzlich gratulieren Jana Diekmann und Lara Große-Hellmann. Einen großen Applaus bitte. Jetzt müsst ihr mir erstmal verraten, wer ist Lara? Und okay, und dann bist du entsprechend Jana. Sehr gut. Kommt doch ein bisschen nach vorne noch. Genau, sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Für euch gibt es natürlich auch eine Urkunde. Ihr müsst dann gleich nochmal reingucken, dass ich jetzt nicht die falsche euch gebe. Aber ihr sortiert euch das dann einfach untereinander. Also herzlichen Glückwunsch. Und auch für euch haben wir natürlich so eine Sketchnote vorbereitet. Die seht ihr da auch noch mal im Hintergrund. Oder wir können auch einmal zurückschauen. Dann sehen wir sie natürlich noch ein bisschen besser. Es ging ja bei euch eben um Medienerziehung. Und wir sehen eben auch sozusagen, wie jemand da so ins Telefon reinsteigt. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Und ich würde von euch ganz gerne noch mal wissen, was für ein Grundverständnis liegt denn eurer Arbeit eigentlich zugrunde? Also wie wichtig sind denn eurer Meinung nach soziale Medien in Bezug auf digitale Teilhabe eben für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen? Ja, also wir haben oder wussten auch schon, bevor wir die Arbeit überhaupt geschrieben haben, eben von der sehr großen Relevanz, die die sozialen Medien eben für diese Schülergruppe haben. Denn die SchülerInnen sind einfach größtenteils auf alternative Kommunikationsmöglichkeiten angewiesen. Und ja, die Digitalisierung in den letzten Jahren hat einfach super viele Chancen ermöglicht, ja, auch die sozialen Medien als Applikationen auf die alternativen Kommunikationsgeräte zu spielen. Und ja, sie haben ja gerade auch für uns im Alltag einfach einen super großen Nutzen, indem wir einfach mit all unseren Freunden und ja, weiteren Personen in Kommunikation treten können. Und unseren SchülerInnen, denen fehlt halt häufig einfach die Schriftsprache, die Lautsprache. Und ja, wenn nicht gerade das ein Potenzial für diese Personengruppe bietet, dann weiß ich nicht, für wen es sonst ein größeres Potenzial bieten soll. Und ihr kümmert euch ja auch ganz aktiv darum, also auch die Ergebnisse, die ihr jetzt eben mit der Masterarbeit herausgefunden habt, an sonderpädagogische Fachkräfte weiter zu verteilen. Und dann geht es eben auch darum, die Eltern natürlich auch zu motivieren, da noch mitzuziehen. Wie kann denn das gelingen? Also wie kann man eben, abgesehen von den Fachkräften, die kann man natürlich motivieren, auch die Eltern noch gut mit ins Boot holen? Habt ihr Ideen?
Die Eltern sind natürlich immer schwierig aus, also wir können da jetzt aus LehrerInnenperspektive sprechen, sind natürlich immer nicht ganz einfach, vielleicht auch von Konzepten in der Digitalisierung zu überzeugen. Gerade haben wir da auch vielfältig herausgefunden. Da sehen wir das auch, ne? Die regelsetzenden Maßnahmen, Kontrolle und Überwachen. Die regelsetzenden Maßnahmen haben einfach einen super hohen Stellenwert in den Familien eingenommen, was zum Teil einfach auf Unsicherheiten auf Seiten der Eltern zurückzuführen gewesen ist. Das heißt, es wurden vielleicht einfach negative Erfahrungen mit sozialen Medien gemacht. Einerseits, weil die Eltern selber sich beruflich damit beschäftigt haben und eben diese ganzen Gefahren, mit denen ihre Kinder dann auch konfrontiert werden können, darin sehen, und das hat sich einfach ganz deutlich auch auf ihr Erziehungsverhalten ausgewirkt. Und unser Ziel als LehrerInnen ist es da natürlich ganz klar, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Eltern einfach oder den Eltern zu zeigen, welche kommunikativen Möglichkeiten soziale Medien schaffen, dafür zu sensibilisieren und einfach aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, den Kindern einfach die Alltagskommunikation zu erleichtern. Und das hat dann sowohl für die Eltern großen Nutzen als auch natürlich für uns in Schule, weil wir die Kinder natürlich einfach mit einer viel umfassenden Teilhabe sowohl im Unterricht als auch im Alltagsleben dazu beitragen können, genau. Hast du noch was ergänzen, Jana? Nee. Dann entlasse ich euch jetzt von der Bühne und wünsche euch auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Mediuspreis. Vielen Dank an euch beide und nochmal einen großen Applaus, bitte. Vielen Dank. Und damit kommen wir zum zweiten Platz. Die Preisträgerin, die sitzt heute im Flieger in den wohlverdienten Urlaub nach Ibiza. Deswegen haben wir schon vorab mit ihr gesprochen. Und wir wollen natürlich trotzdem auch dennoch einmal die Laudatio verlesen und die Preisträgerin würdigen. Uns zugeschaltet ist jetzt Friederike von Groß von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Hallo. Ja, hallo. Erstmal herzliche Grüße aus der GMK in Bielefeld. Herzliche Grüße nach Berlin. Glückwunsch auch von mir an alle PreisträgerInnen des Mediuspreises 2022. Hier nun die Laudatio zum zweiten Platz. Um medienkompetent handeln zu können, benötigt es zum einen Wissen. Man muss aber auch Sachverhalte und Medien bewerten und einordnen können und nicht zuletzt auch dementsprechend handeln. Die Anhäufung von Wissen allein genügt also nicht. Der Transfer ist entscheidend. Das Feld, in dem die Preisträgerin diesen Transfer beleuchtet, ist zum einen ein spannendes Feld, aber auch gleichzeitig relevant und aktuell. Im Fokus steht die extremismusbezogene Mediennutzung der Social-Media-Plattform Instagram und die entsprechende extremismusbezogene Medienkompetenz von Jugendlichen. Jugendliche, so schreibt die Autorin, sind eine wichtige Zielgruppe für gewaltbereite islamistische AkteurInnen. Und soziale Medien sind als Weg der Kontaktaufnahme und Überzeugung für IslamistInnen besonders bedeutsam. Die Inszenierung des Dschihad, die erfolgt dann auch auf die typische Art und Weise der Plattform, mal besonders ästhetisch, mal im Meme-Style oder in Anlehnung an angesagte Themen, wie zum Beispiel Fußball, Mode, Musik. Diese Schafspelzstrategien und Verschleierungstaktiken, zum Beispiel durch die Verwendung beliebter und angesagter Hashtags, die sind bei der Nutzung der App für viele Jugendliche erstmal nicht direkt erkennbar. Und um diese Bruchstellen des Transfers zu beleuchten, hat die Autorin 12 leitfadengestützte Interviews durchgeführt mit Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren. Das Interessante bei der Auswertung der Interviews war, dass fast alle Jugendlichen ein umfangreiches Wissen hatten, eben zu den islamistischen Extremisten und deren kommunikativen Strategien. Also sie hatten viel Wissen angehäuft. Die Brüche entstehen allerdings, laut Autorin, bei der Art der Nutzung von Instagram. Wir kennen das von uns vielleicht oder aus dem Bekanntenkreis, von den eigenen Kindern. Man nutzt Instagram, indem man recht schnell und oberflächlich durch eine Flut von Bilder und Kurzvideos scrollt und ist vielleicht nicht so richtig aufmerksam. Und zudem verknüpfen Jugendliche Instagram auch mit positiven Botschaften. Sie wollen entspannen und eher das Negative ausblenden. Sie haben Wissen zum Extremismus, möchten aber sich im Alltag eher mit diesem nicht auseinandersetzen. Die Jury des Medius lobt, dass das konzeptionelle Fundament der ausgezeichneten Masterarbeit theoretisch sehr gut ausgearbeitet ist.
Der Fokus der Arbeit auf die Bruchstellen des Transfers wird besonders positiv hervorgehoben. Hier stellt sich nämlich die Frage, wie die Präventionsarbeit oder auch die medienpädagogische Praxis anders besser gestaltet werden könnte. Die Arbeit eröffnet den pädagogischen Blick für die Beschäftigung mit dem Thema und plädiert für eine Verbindung zwischen Forschung und Praxis. Ich zitiere einmal aus der Arbeit, nämlich aus einem Interview, und möchte gern kurz vorlesen, was Hanna, 16 Jahre alt, gesagt hat. Wir werden ja quasi darauf geschult, solche Sachen zu erkennen. Aber so, wie man es lernt, ist es halt zu 90% nicht in echt. Also der extremistische Post, den du dir in der Schule angeschaut hast, ist nicht zu 100% der, den du jetzt auf Instagram siehst. Du musst es ein bisschen transferieren. Die Preisträgerin schließt ihre Arbeit mit der Empfehlung, Zitat, dass der Austausch über dieses Thema für die Jugendlichen so lebensnah wie möglich gestaltet werden muss, um ihnen den Transfer ihres Wissens in die reale Rezeptionssituation zu erleichtern. Hier ist die außerschulische Medienbildung und Medienarbeit gefragt, denn genau hier liegt auch ihre Stärke. Mit diesem Plädoyer an die pädagogische Praxis schließe ich die Laudatio und gratuliere sehr herzlich Elena Theresia Pohl zum zweiten Platz des Medius 2022. Herzlichen Glückwunsch. Und da die liebe Elena aktuell im Flieger sitzt, haben wir auch mit ihr vorab gesprochen. Und gratuliere nun sehr herzlich Elena Theresia Pohl zum zweiten Platz des Medius 2022. Also herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Es war nochmal schön, die Zusammenfassung zu hören. Und ich freue mich sehr. Also herzlichen Dank dafür. Und der zweite Platz ist großartig. Super. Wie war denn überhaupt, oder was war denn überhaupt die Motivation für dich für diese Arbeit, oder warum hast du dich speziell für dieses Thema Radikalisierung über soziale Medien interessiert? Also es ist so, ich habe 2020 ein Praktikum begonnen im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien, das UNODC. Und eines der Mandate vom UNODC ist Terrorismusprävention und eben damit auch die Prävention von Radikalisierung. Und in meiner Arbeit kam ich mit vielen Kolleginnen überall auf der Welt in Kontakt, unter anderem in Nigeria, wo sie Programme haben zur Prävention der Radikalisierung von Jugendlichen. Und das hat insgesamt mein Interesse an dem Thema geweckt. Und dann war aber eigentlich die größte Motivation für meine Masterarbeit, etwas mit Bezug zur Praxis zu schaffen, sozusagen. Also keine Arbeit für den Elfenbeinturm, sondern etwas, was praktische Implikationen hat, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass Forschung einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten hat. Und dazu wollte ich was beitragen. Ich liebe Forschung, ich finde es hochspannend, ich finde also der Gedanke allein, dass man Wissen schaffen kann, finde ich hoch aufregend. Ich sehe aber das größte Problem damit, dass eben oft das im Elfenbeinturm bleibt, und wollte damit eben diesen Transfer, nicht nur Transfer von Wissen zu handeln bei den Jugendlichen sozusagen in meiner Arbeit, sondern auch den Transfer von Wissen zu handeln. Was macht man jetzt mit diesem Wissen, was man geschaffen hat in der Praxis? Und genau, so kam ich zu meiner Arbeit. Wunderbar. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, wo du dein Praktikum gemacht hast, bei dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Und meines Wissens nach bist du da auch immer noch. Also du hast auch dann nach dem Praktikum dort angefangen zu arbeiten. Konntest du dann jetzt also auch in der weiteren Arbeit dort die Erkenntnisse und Ergebnisse deiner Masterarbeit auch noch anwenden? Also nur kurzer Hinweis, die Verbindung ist leider gerade wieder ein bisschen schlecht, aber ich glaube, du hast gefragt, ob ich meine Ergebnisse auch in meiner Arbeit jetzt beim UNODC noch anwenden kann. Genau. Also es ist so, ich habe nach dem Praktikum und nach dem Abschluss meiner Masterarbeit oder meines Masters insgesamt, war ich glücklich, dass ich beim UNODC weiterarbeiten durfte. Also ich habe dort eine Anstellung gefunden. Bin jetzt beim UNODC Gender und Research Specialist meine Arbeit hat aber einen großen Fokus auf die Bereiche übergreifend Gender-Implikationen. Dabei arbeite ich zusammen mit den Kolleginnen, die speziell im Bereich Terrorismusprävention sind,
Und es gibt immer wieder Strategien, die das UNODC entwickelt zur Bekämpfung unter anderem von globalem Terrorismus. Und bei der neuen globalen Strategie, die gerade entwickelt wird, gibt es auch einen großen Fokus auf Jugendliche. Und da hoffe ich, dass unter anderem der Teil, den ich in meiner Masterarbeit eben exploriert habe, auch noch weiter beleuchtet werden muss. Wobei man sagen muss, das UNODC hat ja ein globales Mandat, also wirklich auf der ganzen Welt. Meine Masterarbeit, um mich selber einzuschränken, ist natürlich jetzt erstmal Deutschland fokussiert, weil natürlich auch, also wenn man vergleicht Jugendliche in Nigeria und Jugendliche in Deutschland ganz anderen Zugriff zu sozialen Medien haben. Also da muss man noch mehr Transferleistung bringen sozusagen, um das irgendwie auch nochmal global irgendwie in Relevanz zu stellen. Aber also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr daran bemüht, das auch noch weiter zu treiben, auf jeden Fall. Dann lass uns doch nochmal kurz bei dieser Transferleistung auch bleiben, denn was du ja mit deiner Arbeit festgestellt hast, ist, also eigentlich wissen Jugendliche schon ganz gut darüber Bescheid, wie Extremismus sich zeigt, und trotzdem fällt ihnen aber der Transfer, dann das auch wirklich zu erkennen in dem Moment, wo ihnen das auf Instagram begegnet, dann unter Umständen doch nicht ganz so leicht. Hast du eine Empfehlung für sowohl Medienpädagogen als auch Jugendliche? Ja, also um eine ganz kleine Einschränkung zu machen, ich habe in meiner Arbeit ganz konkret Jugendliche rekrutiert, die ein hohes Wissen haben, damit ich auch den Transfer von Wissen zu Handeln darstellen kann. Also wie das jetzt global oder in Deutschland übergreifend aussieht, was Jugendliche für ein Wissen haben, konnte ich jetzt nicht feststellen, sondern das war sozusagen eine Extremgruppe, die ich dort erhoben habe. Und was jetzt sozusagen Empfehlungen angeht, auf jeden Fall. Zum einen ist, glaube ich, der allererste Schritt erstmal ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass klassische Präventionsprogramme, die einen Fokus auf Wissensvermittlung legen, nicht unbedingt uneingeschränkte Effektivität haben. Also erstmal ein Bewusstsein zu wecken. Und dann, natürlich das, was auch schon in der Laudatio erwähnt wurde, dass bei der Wissensvermittlung vor allem darauf geachtet werden muss, dass es so nahe an der realen Instagram-Situation wie möglich ist. Also ich hatte ja drei verschiedene Bruchfaktoren kategorisiert. Es gibt Botschaftsfaktoren, die wirklich damit zusammenhängen, wie die Botschaft gestaltet wird. Es gibt Situationsfaktoren, also auf Instagram, wo man ohne viel Aufmerksamkeit schnell durchscrollt und auch eigentlich eher Unterhaltung wünscht und nicht drüber nachdenken möchte. Und dann gibt es individuelle Faktoren. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz Wichtiges. Das ist eines der Befunde, den ich am spannendsten fand, dass die Jugendlichen teilweise gar nicht sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Terrorismus oder Islamismus, was ja der Fokus war in meiner Arbeit, hat was mit Krieg und Gewalt und Tod zu tun. Und außerdem haben die Jugendlichen teilweise ausgedrückt, dass sie nicht das Gefühl haben, viel tun zu können dagegen. Also versuchen sie das im Alltag eher zu ignorieren. Und ich glaube, darüber muss man sich auch bewusst sein, um das dann aufzugreifen. Um da dann irgendwie zu schauen, wie kann man den Jugendlichen vermitteln, dass sie sich doch damit beschäftigen müssen. Wie kann man ihnen aber vielleicht auch eine Sicherheit geben, dass sie sich nicht so überfordert fühlen mit dem Thema, sondern dass sie das Gefühl haben, so ja, ich habe Kompetenzen, ich kann mich schützen. Und dann noch eine letzte Empfehlung, das ist eher ein Nebenbefund. Aber es gab, ich habe Jugendliche in Bayern, die aufs Gymnasium gehen, rekrutiert. Diese Jugendlichen waren teilweise auf der gleichen Schule, teilweise sogar in der gleichen Klasse, haben sich nur darin unterschieden, dass die einen Religionsunterricht, evangelisch oder katholisch, und die anderen Ethikunterricht hatten. Und zwischen diesen Gruppen gab es riesige Unterschiede. Ich habe teilweise Jugendliche auch getroffen, weil sie einfach kein Wissen hatten, aber der oder die Klassenkollegin hatte ein extrem hohes Wissen, weil sie es eben im Unterricht behandelt hatten. Und was man daran sieht, ist ganz, also es ist eine qualitative Studie. Ich hatte 12 Probandinnen. Ich kann jetzt hier keine Aussagen über ganz Deutschland sagen, aber es ist zumindest ein Hinweis, dass die Schulen noch kein einheitliches System haben. Ja, also dass es wirklich auf den Lehrer ankommt oder die Lehrerin. Und da sollte es dann doch eventuell irgendetwas Standardisiertes geben, eben nicht nur Bayern, sondern eben auch übergreifend, um dafür ein gutes Wissen zu sorgen bei den Jugendlichen. Das sind meine Empfehlungen.
Super. Dann vielen, vielen Dank, liebe Elena, und auch natürlich nochmal einen herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Preis. Und ich wünsche dir, dass auch weiterhin dein Werdegang so super verlaufen möge. Bislang scheint das ja alles ganz gut und auch sehr spannend für dich zu sein. Das ist natürlich ganz schön. Und damit entlasse ich dich in einen schönen Urlaub, wie ich gehört habe. Und wünsche dir eine gute Zeit. Wo geht's hin? Wir fliegen nach Ibiza. Und ich finde es sehr schade, dass ich nicht da sein kann. Auch nach Ibiza ist die liebe Elena geflogen. Also auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch zu diesem zweiten Platz. Und damit kommen wir zum ersten Platz des diesjährigen Medios 2022. Die Laudatio kommt von Professor Dr. Friederike Siller von der TH Köln und sie ist uns zugeschaltet. Herzliche Grüße aus Köln. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen. Und hier kommt die Laudatio für Preis Nummer 1. Gendergerechtigkeit ist auch Aufgabe der Medien. Dort, wo Medien berichten, soll dies nicht von auf das Geschlecht bezogenen Vorurteilen und Stereotypen geprägt sein. Berichte sollen Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts benachteiligen. In den Medien findet Diversität ihren Ausdruck, etwa in Drehbüchern und Skripten, in Rollen und Charakteren und auch bei der Verwendung von Sprache. Ein Blick in die gelebte Praxis zeigt, dass sich schon vieles getan hat. An manchen Stellen sehen wir aber, ein guter, ein gendersensibler Umgang mit Sprache in den Medien muss auch bei uns oft erst noch gefunden werden. Besonders wichtig ist dies, wenn wir für die kommenden Generationen gute Wege bereiten wollen. Oder bessere Wege. Die Frage der Gendergerechtigkeit in ihr tägliches Handeln und in einen respektvollen Umgang miteinander einzubauen. Und wir wissen, dass auch und insbesondere Sprache die Vorstellungen von Kindern über die Welt und die Wirklichkeit prägen. Auf diese Suche lässt sich die Verfasserin der Masterarbeit ein. Sie richtet ihren Blick auf gendergerechte Sprache im Kinderfernsehen und dort insbesondere auf non-fiktionale Formate wie Kindernachrichtensendungen. Die Autorin legt dazu eine experimentelle Studie vor. Bei dieser erhält sie praktische Unterstützung durch die Redaktion der Kindernachrichtensendung Logo und dem öffentlich-rechtlichen Kinderkanal von ARD und ZDF, Kika. Eigens für die experimentelle Studie wurden Videos einer fiktiven Anmoderation für eine Logo-Kindernachrichtensendung in verschiedenen Sprachformen produziert. So wurden etwa Personenbezeichnungen in unterschiedlicher Weise gegendert. Neben dem generischen Maskulinum waren dies beispielsweise Verwendung von Gender Gap, von Doppelnennung. Diese Videos wurden Kindern vorgespielt, in anschließenden Gesprächen Wirkeffekte beleuchtet. Der Autorin ist eine Masterarbeit auf sehr hohem wissenschaftlichem Niveau mit viel Freude an experimentellen Untersuchungsdesigns gelungen. Die Arbeit ist motiviert und getragen davon, die Verwendung von Sprache in Kindermedien nicht nur zu analysieren. Vielmehr möchte sie aus den empirischen Ergebnissen Hilfestellungen ableiten, die etwa Kinderredaktionen dabei unterstützen können, Entscheidungen zu gendergerechter Sprache zu treffen. Und damit leistet diese Arbeit wertvolle Impulse und sie zeigt uns Wege auf, wie wir im Kindermedienbereich mehr Diversität und Gendergerechtigkeit erreichen können. Die Jury des Medios 2022 verleiht daher den ersten Preis an Ronja Bachhofer für ihre Masterarbeit Gendergerechte Sprache im Kinderfernsehen, eingereicht an der Universität Erfurt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Ronja. Und auch Ronja ist uns zugeschaltet. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Auszeichnung und auch für diese wunderbare Laudatio. Ich freue mich. Du hast ja in deiner Vorstudie zur Masterarbeit schon mal geschaut, welche Sprachformen der Kika in seinen Sendungen so verwendet. Und dann ist dir aufgefallen, ja, da dominiert eben die männliche Form. Und gelinde gesagt, warst du nicht sonderlich begeistert davon, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn jetzt, nachdem du die Masterarbeit dazu geschrieben hast, dein größtes inhaltliches Learning? Also gendergerechte Sprache macht einen Unterschied und stört nicht. Das sind eigentlich so die beiden Sachen, die ich rausgefunden habe. Das wurde zwar auch schon vorher in anderen Studien belegt, aber mit Erwachsenen und für geschriebene Texte. Und ich habe das jetzt das erste Mal angeschaut für Kinder und Jugendliche und in audiovisuellen Medien, also im Fernsehen.
Und jetzt wissen wir auch, Kinder denken dann eben eher an Männer, wenn nur von Polizisten die Rede ist oder von Krankenpflegern. Und ein Argument gegen gendergerechte Sprache allgemein und auch im Kinderfernsehen im Besonderen ist ja die Verständlichkeit. Und die Arbeit konnte zeigen, dass gegenderte Formen eigentlich nicht schlechter verstanden werden als das sogenannte generische Maskulinum. Also in meiner Arbeit wurde die Neutralform am besten verstanden, zum Beispiel, dass man sagt, die Polizei oder die Pflegekraft, die Lehrkraft, sowas. Dann als zweites die Doppelnennung, dass man sagt Polizistinnen und Polizisten. Dann kommt erst das generische Maskulinum und als letztes der Gender Gap. Und insgesamt sind aber alle Formen sehr gut verständlich. Genau, die beiden Sachen, würde ich sagen, waren so das Learning. Und was haben Logo und Kika dazu gesagt, zu diesen Ergebnissen? Also, die haben sich meine Arbeit angeschaut. Meine Zweitprüferin arbeitet auch beim Kika und die Logo-Redaktion, mit der ich ja eben auch zusammengearbeitet habe, die haben sich da auch sehr für interessiert, haben die gelesen und lassen das jetzt auch mit einfließen in das Programm. Und ich hoffe, dass sie da das ein oder andere Mal vielleicht an mich denken und überlegen, sage ich jetzt Nachbarn oder Nachbarschaft vielleicht oder nehme ich die Doppelnennung. Super, dann hat sich doch der ganze Aufwand auf jeden Fall gelohnt. Also er wurde sozusagen direkt in die Praxis übertragen. Und jetzt machst du ja ein Volontariat an der Electronic Media School. Das ist die Journalistinnenschule von RBB und MABB. Und in den vergangenen 2 Monaten hast du eine Station beim Radio und beim Fernsehen absolviert. Und du hast mir erzählt, du hättest es vermieden, eben das generische Maskulinum zu verwenden, die gesamte Zeit. Und mich hat dann interessiert wiederum, da ich selber Journalistin bin, wie haben denn deine Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert? Ich glaube, ehrlich gesagt, die haben es überhaupt nicht gemerkt. Also ich habe das nicht groß kommuniziert. Ich weiß von einer Situation, da saß ich im Schnitt und habe dann gesagt, die Anwohnenden. Und dann meinte mein Cutter, er sagt doch Anwohner. Und dann habe ich gesagt, naja, dann sind die Frauen da doch nicht drin. Und dann meinte er, ach so, ja, nee, dann die Anwohnenden und das ist in Ordnung. Und sonst hat mich da niemand drauf angesprochen. Ich glaube, ja, man kann das auch manchmal ganz geschickt unterbringen. Und wenn man da ein bisschen kreativ ist und sich was ausdenkt, und das sind wir JournalistInnen, ja, dann ist das auch gar nicht so schwer. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Auch für dich haben wir natürlich eine Sketchnote vorbereitet. Für dich jetzt wahrscheinlich etwas schwieriger zu erkennen, aber auch die würde ich natürlich dann erreichen, wo wir auch nochmal deine Arbeit in schriftlicher und vor allen Dingen aber auch in visueller Form nochmal zusammengefasst haben. Damit nochmal bitte einen großen Applaus für Ronja und den ersten Preis des Medios 2022. Vielen Dank.